3, 2, 1. Hallo Leute und herzlich willkommen zu Raft. Folge weiß nicht wie viel, zusammen mit Red. Moin. Noch richtig viele Bäume auf der Insel, ey. Ja, die können wir auch mal alle abfarmen. Ich bin ja gerade noch so ein bisschen am Fischen. Ich hab zwei Palmsamen rausbekommen. Moin. Für mehr reicht meine Axt nicht. Red will sich noch ein bisschen Titan holen, damit wir auf jeden Fall dann alles gekraftet haben, wenn wir nach Utopia gehen. Ja, damit wir voll ausgestattet sind. 20 Palmen. Da sind da relativ viele erst in der Kiste wieder reingekommen. Oh, wieso ist das Wildschwein hier? Aua, direkt eine Kombi. Ich habe Hälfte Leben. Weißt du, ich bin full life. Lauf hier kurz auf der Insel lang. Einfach nicht. Kommt direkt Vogel und Wildschwein und ich bin fast tot. Das Einzige, was ich von dir verlange, ist nicht zu sterben. Hier ist noch ein Larry. Moin. So ein Vogel hier auf so einer Insel müssen wir eigentlich auch nochmal killen. Weil so einen haben wir noch nicht. Das ist nämlich ein roter. Ja, nein, genau, das den ist ein haben roter. Wir haben einen weißen. Haben wir einen weißen? Ja, der weiße ist der von Caravan Town. Und hier auf den Inseln sind rote Vögel. Ah ja, weißen Kreischen-Dings, genau. Alter, wir brauchen 3000, wir können noch kein Titan kaufen. Wir brauchen so viel mehr Ansehen. Wobei die guten Vögel, die Fische hier, die geben richtig viel. Komm, bitte. Es fehlen 500. Den habe ich auch noch. Ja, moin. 500 Mikey gefehlt. Alter, wollen wir auf das grinden jetzt oder nicht? Ja, ja, klar. So, ich bring okay, jetzt Digga. Mit. Nee, nee, das ist kein Ding, wir haben da noch. Ich hab dir auch mal Kurkuma gekauft, da kannst du dieses eine Gewürz, also dieses eine Gericht machen. Was können wir denn Alter, hier? Alter, ich bin fast tot. Ja, aber weil der Vogel mich wieder abfuckt hier, Alter. Ich hab noch keinen Schatz bisher gefunden. Das ist schlecht. Mein Traum vom Titan ist geplatzt. Ja, wirklich. Aber wenn wir dann die Fische nochmal verkaufen, ich habe ja nochmal Köder. Oh, ich habe ein Signal. Köder habe ich ja nochmal neue gekauft. Gute vor allem auch. Damit kriegen wir easy Titan dann freigeschaltet. Ich hoffe. Deswegen ist auch der Schatz, den ich jetzt hier finde, ein Tresor. Komm. Naja, scheiße, es ist Müll. Oh, ich habe direkt noch den zweiten Signal hier, der genau daneben. Auch nochmal Müll, schade. Ja, geil, ich komme jetzt zurück. Ich gehe auf Nummer sicher. Da kann ich auch mit dir nochmal mit den neuen Dingern angeln. Dass wir nochmal auf der Insel oben drauf dann noch den Titan holen können. Perfekt. Du hast alle die Köder verangelt, die ich dir gegeben habe? Genau. Okay, dann gebe ich dir jetzt gleich nochmal welche und dann kannst du nochmal weiter angeln. Machen wir das nochmal schnell zusammen durch und dann sind wir fertig. Mit den Köders. Scheiße, habe ich Wasser getrunken, das wollte ich gar nicht. Aber ich muss währenddessen nochmal Müllwürfel produzieren, ansonsten haben wir nicht genug Müllwürfel, um uns das zu kaufen. Weil ich ja gerade nochmal welche ausgegeben habe, ich habe nur noch 6 Müllwürfel von 12, die ich ja, davor perfekt. Hatte. Ich habe dafür, ich bringe dafür 8 rote Beeren mit, 3-mal Kurkuma. Oh ja, dann räume ich das wieder ein. Ja. Dann packe ich mein Fleisch wieder aus, mein leckeres und Fleisch 20 von und wieder den guten die Beeren. Ich würz den ganzen Tag und ich würz die ganze Nacht. Ich schlafe nicht, ich würze, bis die Pfeffermühle kracht. Mein Gehirn funktioniert immer richtig irgendwie. Hey, Digga, ich bin jetzt einmal im Kreis um die Insel gerade, ich hab das Raft nicht gesehen. Oder bist du los? Hast ja, du den schon. Titan übersehen? Ah, da hinten. Ja, dann war ich gerade noch genau auf der anderen Seite. Dann bin ich doch nicht einmal drum geworden. Vielleicht nochmal ein Loch gefixt. So, mein King, wo bist du? Ich bin hinter dir. Weggerannt. Ja, komm. So, das tue ich jetzt hier alles rein. So, Mikey, hier mach mal bitte. Da. Ich hätte dir was gedroppt. Hm? Ach so, ja. Das kommt hier alles rein, dass wir auch nochmal Müllwürfel produzieren. Das war auch ein bisschen schlau. Ich habe nicht nachgeguckt, wie viel Müllwürfel wir brauchen für ein Titanerz. Wie viel Handelsmünzen. Aber das ist nicht allzu teuer. Das wäre sonst ein bisschen dämlich. Weil dann. Das ist echt schade. Ja, wirklich. Ist halt einfach so. Ich habe jetzt Scharniere auch hier reingetan. Das hat auf jeden Fall. Sag mich an. Ruft ihr mich an, wenn sie hinter mir in der Wohnung stehen? Weil weiß ich jetzt nicht. Hast du umgeräumt, Mike? Was? Ja, ich habe den Schaft ein bisschen aussortiert. Ich wollte gerade sagen, du hast einsortiert oder in die Kisten, hoffentlich. Ja, oh, genau. Oh, falsche Kiste.
Oh, wegen zwei freaking Köder hatte ich nicht meine Angel fertig bauen können. Jetzt muss ich eine neue kraften. Mike, komm mal her. So, warte, ich muss kurz noch die Küche machen. Lol, meine Angel ist hier unterm Raft, keine Ahnung. Guck mal, siehst du das? Vielleicht Angel? Warte, hier rette ich, droppe immer noch alle meine Fische, die ich habe. Die liegen hier. Der Topf ist gerade fertig geworden, aber warte mal hier. Tu mir noch kurz mal mithelfen hier. Ja, ich muss aber kurz essen gehen, ich warte irgendwo. Also wie schnell geht das hier? Was? Unsere Schmelzen sind irgendwie krass schnell, habe ich das Gefühl. Aber ja, es ist unterschiedlich. Sand und solche Algen schmelzen schneller als alles andere. So Titanerz braucht zum Beispiel länger als alles andere. Habe ich auch schon gemerkt. Achso, perfekt, so muss das auch. So, ich habe keine Köder mehr. Ich kann mal eben kurz die Müllwürfelproduktion anschmeißen hier. Sehr gut. Hier Honig. Ich brauche unbedingt wieder mehr Honig, Junge. Ja, ist so. Wir sollten die Bienen-Dings schneller abfahren. Oder öfter. Mach ich fahre die auch immer ab. Aber irgendwie, weiß ich nicht. Kommen wir hier nicht voran. Wir könnten ein paar mehr kraften mal. Wir haben dort noch gut Platz. Stimmt, wir haben sogar genug Bienengläser. Man braucht ja 15 für einen. Warte, ich tropfe hier nochmal die Fische. Wir haben 24, uns fehlt 1. Nee, Digga, ich hab wieder... Wieder Lust, so. Mal wieder. Ja, aber egal. 9 Müllwürfel. Ich würde gerne noch abwarten, bis die Müllwürfel ein bisschen produziert haben und dann gehe ich auf die Insel. Ich glaube, es fängt gerade an zu regnen. Hab's jetzt nicht, keine Ahnung. Es fängt, glaube ich, gerade an zu stürmen. Er hat's gerade oben was bewässert. Stimmt, unser Huhn legt ja jetzt Eier. Lechi! Ich hab Lechi. Ei. Noch ein zweites Ei. Stimmt, das können wir mal erforschen. Dann können wir uns auch Heisalbe selber machen. Und dann... Damit kannst du nämlich auch kochen. Damit kannst du Pilzomelette und so machen. Stimmt, ja. Ja, guck mal, es fängt an zu stürmen. Ich habe ja gesagt, es ist jetzt so regnerisch hier. Bisschen stürmisches Wetter hier. Sturm im Wasserglas, Alter. Alter, ich höre schon wieder eine Möwe. Da kann ich schon wieder ausrasten. War wirklich, ey. Ich habe ja auch wieder Palmsamen mitgebracht, das heißt, wir können auch wieder Palmen anbauen. Ist auch geil, manchmal, wenn ich gerade mal unseren Chat so sehe, auf dem Discord, diese ganzen Codes. Ja, das habe ich mir auch schon gedacht, unser Chat ist manchmal so random. Ich würde aber tatsächlich die Folge trotzdem jetzt beenden, sonst wird die mega lang. Nein, wir gehen kurz noch Titan holen. Ja, mach das schnell. Geh noch auf die Insel. Warte. Nee. Ich will nur kurz mein Inventar leeren. Okay. Guck mal, meine Müllwürfel brauche ich halt für Titan. Alter, Michael, was schätzt du, mit wie viel Titan komme ich wieder? 8. Du denkst mit 8 Titan? Ungefähr, ich habe keine Ahnung. Man darf ja nicht vergessen, ich kann kein Titan so an sich direkt Alter, unsere Tiere stehen unter Wasser. Nein. ich kann kein Titan finden mit dem wie heißt das Ding hier, Metalldetektor. Damit kann ich kein Titan finden. Ja, das ist scheiße. Stimmt, also ja. Also in der Folge richtig viel rauscutten, so. Theoretisch, aber ich habe halt keine Zeit zum Cutten. Also ich cut Raft durchschnittlich eine Viertel bis halbe Stunde, ja. Ich weiß, dass du viel cuttest, aber ich weiß auch, dass du viel Zeit hast. Naja. Es geht eigentlich sogar. Ich nehme gerade noch die Bäume auf dem Weg nach oben mit, okay? Dann helft sich, wie schnell diese Ressourcen kaputt, diese Waffen okay. So kaputt gehen. Ich hoffe, dass es irgendwie dann noch eine Erweiterung gibt, irgendwie Titanaxt oder so. Junge, wie geil wäre das? Ja, jo. So Titanhaken würde ich jetzt nicht so fühlen, oder Titanspeer, Junge. Titanspeer wäre echt geil. Dann machst du dann so ein Hit im Heil Instant Tod. Ja. Oh Gott. Aber ja, wir fahren. Ja, ich werde seekrank. Ich hab mich angesteckt durchs Mikrofon. Ja. Oh, der so. Ich muss so hart pissen. Dann geh doch kurz, ich bin auch okay, ich geh kurz, du schmeißt den Laden, ne? Ja, ja. So, können wir uns hier hochglitschen? Nö, schade. Oh, nö, da oben ist das Wildschwein. Ah, ne, das ist der Vogel. Ah ja, kann man schon mal verwechseln. Oh, nö, wieso bist du denn ja auch noch? Weg. Rennen. Halligalli. Ah! Ich habe halt auch eine Hälfte Leben. Und das ist Larry! Larry wurde fast getroffen von dem Vogel, Alter. Ganz gemein gefährlich. Also Larry 2, jetzt verkaufen.
Ja, wir haben endlich maximale Verkaufsdinge. Alter, wir haben einfach 80 Handelsmünzen. Hilfe. So, warte, ich bin. Ich bin schon auf dem Rückweg, ne? So. Ich hätte sogar noch mehr kaufen können, hätte ich 2 Müllwürfel mehr gehabt. Also ich habe erstmal den Expertenangelköder gekauft. Und ich komme gerade mit 12 Titanen zurück. Ich hätte noch 3 mehr haben können. Ja, okay, aber komm. Das heißt, wir können bei jeder Insel 15 Titanen kaufen. Ach, ja. Einfach 15. Und dann kriegen wir noch das, was so rumliegt. Was brauchen wir denn jetzt noch alles für den Titan? Na, wir brauchen einfach immer nur Münzen und Müllwürfel. Und Münzen haben wir insgesamt 80 Stück. Ja, aber ich meine, was können wir noch kraften mit Titan? Ja, ich achte genau. Es gibt einen Bauplan für die Feldflasche. Da habe ich mich schon belesen. Die Feldflasche kann nochmal das Doppelte speichern wie eine Wasserflasche, die große. Das heißt quasi, es ist einfach nur eine große Wasserflasche. Und dann gibt es eine Detailplanke. Also ich glaube einfach Planken, die besser aussehen. Aber dann kommen halt nur noch die Sachen mit dem neuen Kram. Aber ja, ich habe wieder Sachen zum Kochen für dich mitgebracht. Geil. Also ich muss schon sagen, das Ladegerät ist die beste Sache, mit die wir gemacht haben. Also wirklich, das ist so ein Gamechanger. Dann weißt du, es gibt ja sogar das billige Ladegerät, da kann man 3 Batterien gleichzeitig laden. Aber das kostet Biokraftstoff, ja. Ich würde aber sagen. Achso, ist ja nicht mal meine Folge. Ja, aber ich würde es auch sagen, Le. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Schaut unbedingt bei Riff vorbei, da kommt nämlich die nächste Folge. Und schaut auch in die Playlist, da findet ihr nämlich die komplette Raffstoffel 1 mit allen Videos. Ja, super toll. Leute, lasst ein Like und ein Abo da. Alter, wie viel du gekocht hast, Junge. Ja, ich weiß. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüssi. Tschüss.